Ja. Machen wir uns nichts vor. Ich merke schon, ich bin zu alt, um den jungen Leuten dieses Problem zu erklären. Das macht aber nichts, denn dafür haben wir ja unseren nagelneuen Heute-Show-YouTube-Blog mit Caroline Kebekus. Caros Beauty- und Gartenschutz-Blog. Hey Leute, guck mal, ich habe mir einen neuen Lippenstift gekauft. Oh, ich darf aber nicht sagen, wo, weil der ist von Rossmann. Boah, so ein gutes Produkt, wirklich. Ich krieg da auch kein Geld für. Ehrlich nicht, nur ganz bisschen. Ey, kennt ihr das, wenn ihr so einen neuen Lippenstift ausprobiert und dann könnt ihr euch so nach 8 Sekunden voll nicht mehr konzentrieren? Genau nach 8 Sekunden, ey, woran liegt das? Vor süßen Goldfisch. Ey, Leute, jetzt reißt euch mal zusammen. Ich wollte heute mit euch nämlich was ganz, ganz Wichtiges besprechen. Furzdatenspeicherung. Furzdaten, ey, das ist nicht lustig. Wenn die Bullen eure Verbindungsdaten auswerten, dann wissen die alles über euch. Die orten euer Handy und dann gucken die immer, wo ihr hinlatscht und wo ihr gerade seid. Und ob ihr Drogen nehmt, mit wem ihr Sex habt. Ey, sind wir hier bei Big Brother oder was? Boah, habt ihr gesehen? Big Brother, die neue Staffel, voll cool. Ey, aber so geht's nicht. Blogger einschüchtern, ich glaube, es hackt. Ey, ich sage in meinem Blog auch weiterhin alles, was ich weiß. Zum Beispiel, dieser Conditioner ist scheiße. Und in diesem Dokument, das mir zugespielt wurde, steht drin, wie viel von der GEZ-Kohle das ZDF wirklich nach der neuen Gebührenordnung kassiert. Das glaubt ihr nicht. Das glaubt ihr nicht. Und zwar 2, Caros Beauty- und Datenschutz-Blog. Caroline Kebekus, meine Damen und Herren. Lässt sich nicht einschüchtern.